Tietje, ja. Du wirst uns jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Oh ja. Du bist der Ich-Erzähler, zwar aus einem großen Arztroman. Und ihr dürft alle mitspielen, nämlich das, was unser Tietje sich jetzt ausdenkt, das werdet ihr fein zusammen mit ihm umsetzen. Ich hole aber für euren Arztroman, hole ich mir jetzt noch zwei Begriffe aus dem Publikum. Und zwar brauche ich, von Ihnen, welche Kinderkrankheit hatten Sie? Mumps. Mumps. Mumps? Noch was Spezielleres, irgendwas Besonderes? Nee. Sonst nichts außer Mumps? War jemand kränker? Windpocken? Mumps Windpocken. Wir sagen Mumps Windpocken und dann hätte ich gerne von Ihnen. Ohne was gehen Sie nie aus dem Haus? Ohne mein Handy? Ich habe fast gedacht. Ich glaube, niemand sagt heute irgendwas anderes. Also, in diesem herrlichen Arztroman ist ein wichtiger Schlüsselpunkt die Krankheit Mumps Windpocken. Also die berühmte Mumps Windpocken Krankheit und das Handy. Ich freue mich. Ich saß gerade in meinem Landhaus neben meiner bezaubernden Frau, die mir Kaffee gekocht hatte. Und die sagte: Mit Milch oder mit Zucker? Sie wusste zwar schon seit 4,5 Jahren, seit wir verheiratet waren, dass ich meinen Kaffee immer ohne Milch nehme. Aber wer kommt da nicht auf Milchgedanken, wenn man sie sieht? Plötzlich klingelte das Telefon. Meine Frau ging ran und flötete hinein. Oberfuchshuber! Am Telefon war ein Oberarzt, der wie panisch folgende Worte sprach. Ja, ist es denn schon so weit? Ja. Ich nahm das Telefon an mich. Schatz, da ist wieder dieser Perverse. Ich nahm das Telefon an mich und sagte: Hallo? Und mein Gegenüber sprach folgende Worte: Luke, du bist nicht meine Mutter. Doch ich merkte sehr bald, ich habe meine Drehbücher vertauscht. Er sagte: So, der Tag ist lang. Wann soll ich vorbeistoßen? Und ich sagte zu ihm: Pass auf, bleib einfach in der Klinik, ich komme vorbei. Eine lange 24-Stunden-Schicht steht uns bevor. Ich legte also auf, stieg in mein Golf Cabrio und eilte zur Klinik. Tschüss. Tschüss, Schatz. Doch sie ignorierte mich. Und winkte einem zufällig vorbeikommenden Schaf zu. Ach so, sorry. In der Klinik angekommen, traf ich meinen alten Studienkollegen. Wir hatten zusammen studiert und er sagte, dass es einen Notfall gäbe. Und zwar: Ich habe nur noch Handicap 8, ich bin auf dem Golfplatz der Miete. Und ich sagte: Mach dir keine Gedanken. Wenn du die nächste OP gewinnst, lasse ich dich auch auf dem Golfplatz gewinnen. Plötzlich ging mein Pieper los. Doch der Pieper kann ja nicht reden. Du musst schon anrufen. Ich merkte sehr bald, dass die Klinik mir ein Handy verschaffen sollte, doch leider war gar kein Geld dafür da. Ich wurde also in den OP gerufen und eilte dorthin, wo bereits eine Patientin lag, die an Masern, Mumps, Röteln litt. Die Röteln hatten sie im Wartezimmer geholt. Oh. Moment mal. Da wir weder Geld Ich habe immer gedacht, bei Mumps wären die Backen geschwollen. Und da Masern, Mumps, Röteln in meinem Studium schon sehr lange zurücklagen, bat ich meinen Oberarzt, der sich sofort an die Operation machte. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich studiert. Ja, wie denn ohne Abitur? Aber ich bin fast ausgebildeter Fliesenleger. Ich könnte... Fliesenleger? Ich lese hier gerade Transplantation. Wäre eine schöne Sache eigentlich. Also wenn Sie Fliesenleger sind, dann könnte ich eine neue Fuge gebrauchen. Was genau operiere ich denn? Mama.
Doch es war bereits zu spät für eine neue Fuge. Die Patientin starb noch auf dem Operationsplatz. Och nee, die ist tot. Oh, zu spät, ja, schade. Mit einem Fliesenleger konnte ich leider nichts anfangen in meinem OP. Daraufhin habe ich ihn gefeuert. Doch es stand bereits ein neuer Bewerber vor der Tür. Ach schön, geht schon los, hallo. Und ich sagte, schönen guten Tag. Sie sind zwar kein Arzt, aber... Ich will nur abhören, nicht weiter. Doch er verstand es in seiner Ausbildung, die er im Dschungel gemacht hatte, diese Operation nur durch Auflegen seiner Hände zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Na, das hätte ich auch gekonnt. Nicht da! Nicht da! Auf die Stirn. Ach ja, richtig. Er legte seine Hand auf die Stirn und sie wurde zum Leben erweckt. Es juckt nicht mehr. Sie stand Hallo. Auf. Hallo, kann ich mal mein Handy haben? Handys sind im OP leider verboten. Sie schaute mich verliebt an, doch ich sagte, ich bin nicht für dich bestimmt. Ich habe eine wundervolle Frau zu Hause. Sie drehte sich um, sah den Mann, der im Dschungel seine Ausbildung gemacht hatte und machte fortan Karriere als Carola, die weiße Maasai. Ja! In der Hauptrolle Dieter Bohlen. Ja. Die weiße Maasai. Die weiße Maasai mit der Dichtungsfuge.